Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Imperium Galactic Survival. Mein Name ist Jack Fleischhammer, der Typ gegenüber heißt Minjas. Ich weiß, der Esel nennt sich steht zuerst. Und das ist auch, wo willst du denn jetzt hin? Ich habe Gewürze geholt, ich meine, muss man auch machen, ne? Okay, können wir nochmal anfangen? Nein. Hallo Minjas, schön, dass du Tag. Da bist und Zeit ich hab hast. Ich habe Hunger, wie immer. Was sagen deine Aufnahmeprobleme? Ah, ich weiß nicht. Wir haben eben Dinge, ist egal. Wir fahren los. Wir wollten ja in der letzten Folge und das machen wollten wir jetzt Dinge auch so, tun. Das machen wir auch. Zwischendurch ist auch nichts passiert und der Chat kann es auch bestätigen. Also von daher. So. Wo bist du? Du sitzt? Ich sitze ja. Drin. Wir können starten, lieber Mann. Das ist gut. Wir müssen so ein bisschen mehr rechts von Strom, gell? Rechts von Strom. Ja, ein gutes Stück rechts von Strom. Ich navigiere, ich mache den Navigator. Ich habe doch hier Defense ist an, Defense 3. Du kannst dich erinnern noch, du warst da? Und hast da war ich. Wurdest du beschossen? Nee, ich war zu weit weg. Ich war mit dem Moped da und ich war relativ weit entfernt. Also. Okay. Also können wir Pech haben. Hüpf. Ja. Genau. Wer sich wundert, Radarstation wird hier angezeigt, müssen wir machen. Stimmt, aber später. Da sind wir zu schlecht. Ausgerüstet. Schön der Nachsatz noch. Oh, sieht das schön aus, oder? Das stimmt. Es ist so schön. Es leuchtet. Was man mit so ein bisschen Gelb ausrichten kann, wa? Und so ein paar Sonnenstrahlen. So God Rays oder wie sie heißen, ja, genau, ja. Sieht echt gut aus. Bei mir das ist schon echt super. Ja, Wir probieren diesmal was aus, ob wir uns jetzt erschießen lassen können. Jetzt ist die Frage, wie weit sind wir entfernt? Ich sehe noch keinen Marker. Siehst du einen? Ich glaube, direkt vor mir ist er, ja. 800 aber Meter. Hast du einen 800, gut, dann lass uns aussteigen, oder? Ja, also in 400 wird er anfangen zu schießen. Warte noch, einen Moment. Lass mal noch ein Müh rangehen, aber jetzt... Also ich habe noch keinen... Siehst du nichts? Ich sehe, aber ich habe keinen. Wie sagt okay, man das? Keinen, ja, nee, das kommt, glaube ich, erst gleich. Kein Pöppel da. Ich habe ja den Marker sozusagen gesetzt. Mhm. Oh. Das hat mich was so beeindruckt. Was ist denn da links davon? Sieht aus wie eine große Spinne. Das ist eine große Spinne, die läuft gleich los. Du bist der Erste, der weint. Ist, ja, wahrscheinlich. Komm, aussteigen. Bis einer weint. Aussteigen. So. Oh. Okay. Dann. Fisch aus Lack. I wish you. Sie ist schon die erste Drohne in the Himmel. Ja, lass uns die nach und nach wegmachen. Load nach. Oh, nee, das wäre jetzt mir. Sehe ich eine. Oh, da sehe ich eine. Warte mal, wie weit geht mein Gewehr? 100 Meter, mein Gewehr macht 400. 400 glatt? Mhm. Ich weiß nur nicht, was auf dem Haus. Siehst du, was da auf dem Haus steht? Ich bin mir nur unsicher, weil das ja irgendwie von der Atmosphäre abhängt. 500 Meter. Alter. Ich hab dir fast in die Schulter geschossen. Du bist kurz nach dem Schuss bist du rübergehüpft. Alter Vater, was ist denn da drüben los? Also links die Station, deine Spinne ist auf jeden Fall stark bewaffnet. Stark bewaffnet, das tut ja gut. Können wir die irgendwie pullen so? Ich könnte, also wie weit haben wir nach Hause? Ich geh mal, wir haben halt nix. Ich geh jetzt mal den Stein hier vor. Weiter. Erstmal hier hin. Bisschen taktisch anschleichen. Aktuelle Reichweite. Ah, hier unten steht's auch. 289 Meter habe, kann ich schießen. Ich habe übrigens auch Scharfschützenpatronen, aber kein Scharfschützengewehr. Vielleicht kommt ja trotzdem was an und das Ding wird irgendwie auf uns aufmerksam. Ich fürchte nicht. 289 Meter. Bis dahin habe ich, glaube ich, einen Scheitel gezogen bekommen von der Station da vorne. 100%. Was haben wir noch? Mit der Schrotze 43 Meter, macht wenig Sinn. Welche hatte 200 Meter? 289 Scharfschütze. Okay. Okay, wo ist der nächste Stein? Da vorne ist der nächste Stein. Also, wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich gehe ran. Ja, und sobald du ran sobald bist... Sobald ich beschossen werde, kommst du nach und weißt, wie weit du dich nicht... Mit dem da. Was? Das sind 400 Meter und... Aber der Stein wird nicht lange stehen bleiben, behaupte ich jetzt mal. Nee, den schießt er gleich weg. Ich und dann? Vom Berg so ein bisschen, das ist aber auch... Muss immer so ein bisschen... Oh Gott. Hi, guten Tag. Wir müssen auf jeden Fall näher ran. Flow bleiben. Ist hier was? Oh, jetzt schießen sie aber richtig. Ist hier was, wo wir uns... Hier, bei mir ist hier. Ich bin auch dann kann ich so... Echt, du bist schon down? Nein! Nein, ich ruhe mich kurz... Ganz kurz ausruhen.
Wieso ist denn, wieso hat denn so eine Knarre 100 Meter Reichweite? Ah, jetzt komm, Drohne, komm. Das ist gut. Hey, nee, das... hey, ich bin noch so jung. Wo ist mein Rucksack? Okay, da, Backpack of Minias. Hey. Oh, aua. Hilfe. Es ist doch gar nicht so schlimm, dass ich kurz... Tja. Oha. Okay. Ballert auf mich. Die Minigun-Drohne will noch nicht... Das von mir wissen. Wisst ihr, was wir machen könnten? Ey, ich will nur kurz mein Zeug. Ich bin schwebende Arme. Es läuft gut. Schwebende Arme? Was ist denn das für eine Ansage? Ach, wenn ich mit der Drohne hinfliege und ich mich abrotzen. Der sehen, Leute? Hast du dich rangeschlichen? Nee. Ja, ich bin auf 289 Meter ran. Okay, jetzt wüsste ich aber nicht, wie ich da rankommen soll. Ich habe jetzt zwar meinen Kram wieder. Ja, du müsstest zurück. Guck mal auf die Karte, wo ich bin. Du müsstest quasi zurück und dann nach oben. So im Umkreis von 400 Metern bleiben. Mhm. Und die nächste... Essen. Oh, ich will nicht sterben. Und ich bin gar nicht tot, weil ich schaffe das. Okay, 430 Meter bin ich jetzt entfernt. Okay, das sieht gut aus. Und jetzt nach Norden erstmal, nach Osten erstmal. Genau, hier hoch zu mir. Einfach mal rankommen, dann probieren wir mal mit dem Sniper-Rifle. Könntest du, wie viel Meter waren das? 400, 200 und? 298. Ja, dann passt das ja. Du kannst dir nämlich hier hoch sneaken. Ohne, dass das Ding ballert. Ich sehe dich allerdings gar nicht, doch da sehe ich dich. Ich muss erstmal ausdauern, ich muss was essen. Erstmal eine Essenspause. Na super. Mach dir hier diese komischen Konzentratriegel, weil ich schon. Ja, die esse ich schon die ganze Zeit. Gut. So, wo bist du denn? Ich sehe dich noch nicht. Ich hatte den in dem Bodengleiter ist hier geparkt. Mhm. Hast du den geholt? Ich hab den geholt, ja. Oha. Oh. Und, immer noch eine gute Idee? Absolut. Ich bin nur aus meiner Kuhle raus und hab das nicht bemerkt. Ich muss jetzt mal ein bisschen Ausdauer pumpen. Guck mal, das ist so ein schönes Raumschiff. Ich hätte auch gerne ein Raumschiff. So. Tödlich. Ist so interessant, wie du die Reaktion im Chat siehst. Nicht, dass das klappt. Ich glaube, jetzt sind sie tot. Das ist immer gut, wenn man positiv unterstützt wird in seinem Vorhaben. Ich wollte es aber nicht. Ich habe das für euch getestet. Ihr seid so tot. Das ist gut. Kein Kontakt zu deiner Drohne. Das ist nicht gut. Ich habe noch eine bei. Sneaky, sneaky. Sneaky, biggy. Bist aber ganz schön weit entfernt, mein Freund. Fuck you. Hör auf jetzt, da auf meine Drohne zu schießen, Dude. Ja, du musst zum nicht zu mir. Geh zum Wessel, wenn der noch steht. Hier zum Bodengleiter, der ist safe. Meine Leiche oder ich bin nicht safe. Habe verstanden. Ich sehe ein Sündenfleischhammer Bodengleiter. Ja, da bin ich auch in der Nähe. Oh, du wirst gerade beschossen, glaube ich. Ja. Aber wo steht denn der Bodengleiter? Der müsste auch stehen. Wo steht denn? Der steht an so Stein. Wie hast hier. Jetzt bei mir sozusagen. 50 Meter vor mir. Da kann ich hin. Hier ist eine coole, ja, hier ist safe. Könntest du vielleicht sogar die Drohne runterholen? Wo bist du? Da. Ich komme von hinten. Aber ich zweifle noch, dass das passt. Das passt. Tot. Na? Wo bist du denn? Ja, ich bin ja auf dem Weg, ich habe keine Ausdauer. Ich müsste dich doch schon lange sehen. Ja. Und ich bin genau hinter dir, hinter dem Bodengleiter. Ja, das ist das wilde Schnaufen. Immer. Meine Erregung. Hier, sneaky. Ja, ich bin sneaky. Guck mal, in den Jungle. Hier, wo ist es? Ja. Wo ist es hier? Ablegen. Nimm mal. Scharfschützengewehr, danke. Ich habe 275 Schuss. Ach, schön, dass ich keinen Scharfschützengewehr habe. Jetzt hier raus sneak oder was? Das langt ja, aber hier nicht. Ganz leicht, hier links. Oder? Aktuelle Reichweite 108 Meter? What the? Ja, das ist das falsche Scharfschützengewehr. Ach, das ist Dings, ist das, ja, alles klar. Jetzt 289.
Das probier mal die Drohne zu holen. Nur, dass sie erstmal herkommt, noch nicht tot machen. Kommt sie? Ich glaube, du hast ja neben geschossen. Nee, nicht. Er schießt nicht weiter. Ich habe keine Reichweite. Ich müsste noch einen Zack näher ran. Und kann ich in der Hocke? Gibt's komm her, komm mal her zu mir. Probier so, warte. Jetzt komm ich ran. Ich komm ran. Okay. Du triffst aber nicht, ne? Nee, warte, ich geh noch ein Stück näher ran. Pass auf, dass dann, wenn du noch näher... Oh, jetzt. Aber jetzt sieht er mich nicht. Wieso wird der nicht beschossen? Aber ich... Leute. Drohne abgeschossen. Commander. Was ist los? Ach, du bist tot. Hm. Okay, Drohne ist auf jeden Fall schon mal runter. Die solltest du doch her... Ist doch egal. Ja, siehst du, Jackson auch. Der siehst du, findet. Das ist doch... Das schreit jetzt schon wieder. Meine ganze Familie werde ich unterdrückt. Ja. Danke für den Drohnen-Tipp nochmal so. Kannst du da auf dem Dach was machen? Probiere ich gerade. Ich weiß nicht, was ist ein Zoom? Wieso wirst du nicht beschossen? Das verstehe ich nicht. Ah ja. Nee, die schießen ja auf mich. Oh, sorry. Ich gebe hier Backup, Fleischhammer, Backup. Ah, du hast die aber eben angelockt. Die haben auf dich geschossen, ne? Ja, ich habe die angelockt. Komischerweise. Ja. Pass auf, ich mach nochmal hier. Zeig mich mal. Und. Kannst du mir die Deckung lassen von dem Felsen, bitte? Ja, ich bin ja links von dir extra gegangen sogar. Hallo? Ich bin mir halt unsicher, ob ich überhaupt Schaden mache da vorne, weißt du? Ja, du müsstest ja zumindest einen Einschlag sehen. Nö. Oha. Ich finde, das sieht schon sehr, sehr imposant aus. Hm. Oh Gott, nein. Oh. Ich habe 289 Meter Reichweite und das Ding ist, die Frage, was ist hier entfernt? 258 Meter. Das müsste doch locker reichen. Hm. Also das heißt, wir brauchen irgendwie 80. Sollen wir dass wir uns ran, dass einer einen Hasen macht? Ja, könnte mit dem Bodengleiter probieren. Ich meine, verloren ist eh jetzt, oder? Naja, aber willst du den Bodengleiter zerballern lassen? Ja, einen von den Resources her ist jetzt nicht das Ding. Ich glaube, wenn wir da runterfahren, dann könnten wir fast schon safe. Boah. Ah, ich weiß nicht. Wenn du. Komm, let's try. Der Schaden ist gering, heißt es. Was? Nein, nicht den Gleiter, nicht den Gleiter, nicht let's den Gleiter! Ja, ist los! Du musst da jetzt aber auch rangehen. Oh Gott, ich hänge fest. Tionk macht's, Tionk. Nicht umdrehen, nicht umdrehen! Lenk sie ab! Habt sie sicher! Die zerschießen sich selber, Minions. Beste Idee in die UBS. Was, die zerschießen sich selber? Ja. Die gegnerische Basis hat hier geschossen. Okay, ich hab's geschafft. Nein, ich hab's nicht geschafft. Ja gut, ich hab's schon geschafft, aber... Ah, good old times. Jetzt die Frage, ob ich an meinen Rucksack rankomme. Oh, ich bin dran. Hallo, guten Tag. Wie? Ach, die Basis von hinten ballert. Ja, eben, deswegen. Das meinte ich, die zerschießen sich selber. Läuft gut bei uns. Läuft absolut. Warte mal, wir könnten doch aber eigentlich... Moment. Oh, hi. Naja, das wird nichts. Das wird nichts. Okay, unser Plan ist gescheitert. Absolut nicht. Nein? Nein. Okay, dann habe ich was falsch verstanden. Ja. Ich bin safe.
bist du denn? Oh Gott. Aber mein Zeug ist irgendwo JWD. Der liegt irgendwo mitten auf der Pampa. Also ich kann da jetzt rin. Na, ist so gut. Hast du denn deinen Kram noch? Ja, ja, klar. Hätten wir vielleicht zusammen im Gleiter fliegen sollen, hm? Vielleicht. Bin ich sicher. Ich sterbe mich an die Basis ran. Abholen wird aber nichts, weil das Ding ist echt... Macht wenn du es leer gemacht hast, sag Bescheid, dann komm ich nach. Okay. Okay, pass auf. So, jetzt dürfte die nicht mehr auf dich schießen. Jo, tut sie nicht. Super. So, wo kriege ich mein Backpack her? Backpack of Minias, ist die Frage. Gleiter ist safe. Ah, dahinter ist die Basis. 307. Ja. Welche ist ja, das? Gut. Ja, die dahinter natürlich. Hallo, guten Tag. Haben Sie noch Waffen hier drin? Natürlich nicht. Nee. Ja, an einem Backpack komme ich nicht ran, also außer mit viel Toten. Und außerdem weiß ich auch überhaupt nicht, an welchem Backpack da mein Kram liegt. Ich könnte natürlich probieren, aber die Drohne macht nicht so lang, oder? Nee, 100 Meter wird sie nicht schaffen. Komm, zieh durch! Was war das? Naja, ich war in der Vorwärtsbewegung. Nee, das langt nicht, um da ranzukommen. Du hast den Kern kaputt gemacht, ja? Ja, ja, genau, ich hab den Kern kaputt gemacht. Ist hier noch was drin, was wir gebrauchen können? Ja, zumindest die, also das hier, das, das, aber... Und da oben ist er... Okay. Also da oben ist nichts mehr drin oder was? Oder hinter der Tür geht's auch noch wieder raus, ne? Ja, geht's ja, ja wieder wahrscheinlich raus. Geht's ja nur raus, ja. Aber da oben? Ich würde natürlich auch gerne die Radargeschichten abbauen. Oh ja, hier ist auch offen, ja. Also wenn du da aufmachst, bist du auch weg. Okay, dann da geht's raus sozusagen, aber... Ja, ja, genau. Geht's da noch höher? Ich hab mal unten hier so einen kleinen Mauseloch, da können wir raus. Ja. Aber... Die Geschütze sind jetzt aus. Was sagt der? Wenn wir jetzt einen Kern dabei hätten und den hier einsetzen würden, würden wir dann mit den Geschützen ballern können? Das ist eine Frage. Das theoretisch ist schon, ja. Aber eine gute Frage. Aber ich denke mal, sobald du hier einen Kern einbaust, sehen die das als Feinde an und dann geht's auf den Sack. Dann geht's ab, absolut, hast recht, ja. So, dann müsste ich mich jetzt in diese Richtung entfernen können. Mein Problem ist nur, wo ist mein verdammter Rucksack? Also, oder mein Rucksäcke? Ich sehe einen, ja, ich sehe einen Richtung Osten. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Hey, hi, na. Also, guck mal, ob ich echt mit der Drohne hier ein bisschen was entdecken kann. Dafür. Ob wir sind unterbewaffnet. Die Drohnen kommen übrigens da rechts. Nee, die schweben immer noch. Ja, bei mir sind es 300 Meter noch, ja. Schauen wir doch mal. Achso, wir könnten ja folgendes machen. Ich bin eine Sneaky-Drohne. Ist hier oben noch irgendwas? Oh, das langt nicht. Schieß doch mal hier oben. Das langt nicht. Wie weit geht denn so eine scheiß Drohne? Das ist ja noch was. Oh, guck mal, die schießen den Turm rein. Ja, ja, die schießen meine Drohne. Von daher. Aua. Ach, das meintest du mit, ich bin nur Hände. Verstehe. Oh, doch, hier ist alles drin. Ich hab meinen Kram. Okay, kannst du backuppen, sodass ich einfach nur. Warte, ich muss noch zu mir zurück. Ah, die Drohne kann 65 Meter, höre ich gerade. Aus dem Off. Okay. Okay, ich hab meinen Kram. Warte, jetzt bin ich wieder armed and dangerous, my friend. Glaube ich. Weiß ich noch nicht. Werde ich sehen. Kannst du zum Bodengleiter zurückkommen? Gibt's Moment. Gibt's da noch Sitz für dich? Ja, cool. Ja, ja, zum Bodengleiter kann ich ja. Dann hauen wir hier ab. Hauen wir ab. Und ob wir das schaffen oder nicht schaffen, meine Damen und Herren. Wieder zurückzukommen? Ja. Werden machst du den ganz wieder. Folge sehen. Ich mach einen richtig harten Cliffhanger, meine Damen und Herren. Oh nein, ich wollte einen Screenshot haben, wie er kaputt ist. Irgendwas. Ist immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Salut.